Und hiermit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Black Tree Gaming. Wir spielen City Skylines und wir haben soeben Megapolis erreicht. Die höchste Stufe, die es im Spiel gibt. Wir haben alles freigeschaltet. Soweit haben wir alles erreicht. Wir haben 214 Felder noch. Wir machen ein Plus von 12 Millionen aktuell. Also massig Kohle. Die Stadt, ihr seht's ja, es ist. Also ich würde sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, vielleicht ja ein Sechstel oder so, vielleicht gerade mal bebaut. Ja. Volle Kanüle halt. Also hier ist jetzt schon echt, wenn wir jetzt hier eine zentrale Stadt, jetzt wird es praktisch dran gehen, dass man hier außen so kleine Dörfer baut oder so. Was ich jetzt aber noch mit euch machen will, ist, und jetzt kosten 20 Millionen. Große Geschäftsflächen, in denen ihr Bürger ihre Shoppingbedürfnisse stillen können. Das können wir jetzt gerade noch bauen. Das bauen wir hier rein. Ja, gar nicht. Den lassen sogar. Minus 1% Kosten für Importe, Attraktivität stadtweit plus Wohlfühl für den Umkreis von einem Kilometer. Super, dann passt es ja schon mal hier. Das Müllproblem kriege ich gerade nicht gelöst. Ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt schon das Recycling Center hier und eine Müllverbrennungsanlage, glaube ich, dorthin angewiesen, dass sie da hinfahren sollen. Weiß nicht, ob es jetzt mit der Zeit nochmal das Problem sich auflöst oder nicht. Beziehungsweise was, wir machen das gerade eh noch dazu. Ja, das sammelt es aber wieder. Nein, gut. Problem ist auch, dass es ständig dieser Strecke hier Stau gibt. Also wirklich ständig. Ich habe eigentlich gehofft, dass das Problem den Massenmüllwagen rum. Vielleicht klappt es jetzt endlich mal, dass es dann holen. Massenhaft an Menschen. Oh Gott. Stehen an der Bushaltestelle an. Auf die Linie kommen. Ich hab gedacht, die Bullen da oben. Also hier die Rollergang unterwegs, oder was? Bitte. Ah, die Motorradgang meine ich. Na, gar keine Roller. Oh, weiter.
Ja, Fußgänger über Wege. Müsste man wirklich ganz dringend. Ganz dringend machen. Zu wenig guten. Ich glaube, das hätte ich nicht erlebt. Du Scheißladen. Stand. Also gerade an so Bahnhof. Ah, musst du niesen. An so einem Bahnhof. Seht ihr, was hier los ist? Es ist ein Unding, und das verbraucht. Ich. Meine ganze Buslinie proppe voll. Gut, ich werde, glaube ich, erst. Wie viel sind denn hier drin? Er ist voll. Er ist fast voll. Ach du Scheiße. Ich werde die mal ein bisschen versetzen. Den weg. Den versetzen wir ins Auto da dran. Einwaschen lassen. So, dann reiße ich den Kerl hier ab. Müsste ein Pfeil. Gehen wir hier runter. Wege. Was Maß, geh mal hier rüber. So. Das hoffentlich reichen. Frage, reicht es so runter? Übergang geschaffen. Sollte extrem helfen, um das Verkehrsverkehr. Da oben drüber jetzt. Da ist auch nicht mehr drüber. Hier soll ich nicht drüber. Da dürfen sie drüber. Da sollen sie auch nicht drüber, die sollen da drüben drüber gehen. Dann lassen wir es mal da schon nicht so viel los, es geht. Mal gucken, ob das passt. Okay, er löst sich extrem stark auf, warum auch immer.
ist er hier dran? Ich weiß zwar nicht, warum die jetzt alle Buslinien verlassen. Ah, die gelbe Buslinie. Ah, ne, ja. So. Ich möchte mit euch jetzt zwei Sachen bauen. Und zwar haben wir einmal den großen Flughafen und die Raumfahrt. Alter! Scheiße! Der ist bestimmt noch erweiterbar. Aber vielleicht doch hier hin? Ist der irgendwas an wichtigem Land? Nee. Ach komm, was hat der Geiz? Geht's, wir haben's. Wachen sind es. 106. 80 haben wir dann noch. Lass mal machen. So, also gut, dann bauen wir jetzt den Flughafen dann halt hier hin. Zwar extrem außerhalb, aber das ist mir dann... Raumhafen wollen wir dann auch noch bauen. Den könnte man dann vielleicht ja gerade gegenüber, wenn man vielleicht doch ein bisschen geregelt hat. Aber ich weiß nicht, was man alles so bauen kann an den Flughafen. So starten, oder? Da ist geil. Nur auf einer Höhe. Noch irgendwie ordentlich. Ganz klein mal.
Lass mal erstmal so. Ist ein See da oben oder was? Gut. Wenn der so bleibt, hab ich die. Die Bäume nicht. Lass mal jetzt mal gucken, was passiert. So, also für Kaffee. Bam! Da ist das Ding! Ein Riesen-Öschi, alter Vater. Parkgebühr natürlich. 15 Cent. Dann kommen wir mal. 12, fertig. Anbauen können wir nichts mehr. Angestellte sind es 50. Machen wir mal hier Stopp erstmal. Acht. Stadtweite. Benötigt alles, ja, ich weiß. Das kriegt ja auch. Wir machen jetzt erstmal den Anschluss. Was geht denn da für eine Straße rein? Das ist. Einbahnstraße mit 5 Spuren. Die hier. So. Gehen wir auf 10 Meter, reicht. Brauchen wir nur Auffahrt machen, weil es ist ja Einbahnstraße. So, und die machen wir jetzt mal ganz speziell. Wir gehen. Ja, ab. Nehmen wir den schon wieder ab. Da. So. Der geht. So, bei dem Kerl biegen wir jetzt raus. Dann nehmen wir auf 10 Meter. Wie immer.
Eigentlich will ich die Bauder will ich gar nicht bauen. Wieso baut er denn gleich? Weil erstmal die Schräge hinkriegen. Machen wir es nämlich so, wir machen hier erstmal zwei Spuren. Warten wir mal noch wegen dem Raumfahrtzentrum, ob man das noch gleich daneben macht. Wir schauen uns das gleich an. Klein. Okay. Dann überlegen wir uns jetzt gleich nochmal. Bauen wir das hier vielleicht hier mitten rein, wenn dann das See danach weg ist. Wahrscheinlich verschwindet der gleich. So, dann gehen wir zweispurig wieder. Können wir ja hier zweispurig runtergehen? Hier spurig hier weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir dreispurig. Das ist ein bisschen gelöst. So, und hier gehen wir zwei Spuren. Nicht sogar. Ne, wir gehen erst mal rüber. Ja. Nee, wir gehen schon. Nehmen den Knick ein bisschen mit. Zu eng, aber gar nicht so. Ist das jetzt eine Bodentextur oder ist das
Lassen wir mal so. So. Eisenbahn. Eisenbahn haben wir hier noch gar nicht. Die läuft auf. Machen wir die Autobahn entlang führen oder extra? Ich glaube, wir machen hier so ein schönes Kreuz, ziehen die dann so durch, damit er hier rüber. Ist das eine Idee? Ja, schon kommen wir da runter durch. Jetzt ist dann an. Und dann natürlich kann ich fahren. So. Wenn wir jetzt geradeaus gehen. Kreuzung, da ist die Kreuzung. So. Oh. Stark verschoben, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich nicht. Jetzt. Ich
symmetrisch oder sonst irgendwas oder nach der Form, aber so ist alles miteinander. Und es passt. So. Ja, Strom und Wasser. Wir könnten hier so ein Windkraft direkt vor der Landebahn und Stahl machen. Quatsch. Wir könnten so ein Solar-Ding bauen. Wie geiler. Ja, so hin. Der Straßenanschluss hier. Da. Geile Idee, wir führen diese Straße einfach weiter. Ich meine, die schließen wir trotzdem an, damit wir die Solarenergie natürlich noch nutzen können. Spannung brauchen wir nicht. Was ist das? Zellen werden automatisch in Richtung der Sonne ausgerichtet, wo ich an 11. Jawohl, das machen wir auf jeden Fall. Erhöht die Speicherkapazität, das machen wir auf jeden Fall. Und den überall hinpflanzen, überall oder was? Und sollte reichen. Da haben wir irgendwo Hochspannungsleit. Strom wird verkauft. Hammer. Perfekt. So. Jetzt bauen wir noch das Ding. Jetzt komm. Wir bauen das wieder rein. Achso, jetzt habe ich den Zug wieder dahin geklatscht. Bin ja hier an Delle. Aber wir haben gesagt, wir lassen erstmal laufen wegen dem See hier. Geht er noch weg.
Ja, da ist eine Wasserquelle. Okay. Wenn da aber eine Wasserquelle ist, könnten wir rein theoretisch das hinkriegen, dass hier das Wasser runterfließt und mir ein Oder mache ich. Muss ich mal ausprobieren. Mal schauen. So. Also gut. Da kann man es nicht hinbauen. Hier hat man natürlich jetzt schon eine Straße und Strom und alles. Machen wir noch kurz Wasserverbindung. Ziehen wir hier Strange einfach mal durch. Und der arbeitet rein theoretisch. Heißt, wir machen jetzt noch eine Zuglinie. War eine, die einfach nur zum Hauptbahnhof pendelt. Brauchen wir nicht so viele Züge. Bin schon wieder ordentlich drüber. Ich wollte eigentlich schon fertig sein. Von hier. Na. Ja. Und wieder retour. Keine Züge mehr. Wenn man hier noch ein Zugdepot bauen, ist eigentlich jetzt egal. Ziehen wir erstmal die Straße.
So, irgendwann machen wir das mal vielleicht einmal schöner, wenn man das so, wenn wir es noch machen. Sagen wir es mal so. Wir hätten das Gelände noch glätten sollen und alles, gell. So, Züge fahren raus. Dann die ganze Linie vollgestopft, das ist in Ordnung. Linien. Alter, können da Flugzeuge hin, das erwarten. Gehen auch dahin drauf. Gehen wir mit dem da drauf. Andere Farbe. Blau. Gehen wir da drauf. Auf.
Ach. Alle angebunden. Gucken, was jetzt da noch los sein wird. Was die Parkplätze machen und. Ach, Frachten, dann Frachtterminals haben wir auch, oder was? Mal kurz gucken. Ja, haben wir auch. Eckstück. Okay. Jetzt ist da ganz schön was los. Da ist schon der Kleine. Den ich auch schon. Also. Zuglinien amass. So, und jetzt bauen wir noch wirklich schnell noch die. Nachfrage an Elektrowaren, alles steigt. Stadtweit, egal wo man es gebaut hat. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, aber noch ein bisschen. Ne, das war dann extra in einer extra Folge. Also gut, wir haben einen großen Flughafen gebaut. Wir haben das Raumfahrtzentrum gebaut. Ändern wir noch um. Black. Oh. Raumfahrt. So. Yeah. Black Tree Flughafen. So. Wunderbar. Viel gemacht. Wieder 50 Minuten. Du, viel zu lang eigentlich für eine Folge. Aber manchmal, das hat jetzt einfach ein bisschen Zeit gekostet. Aber ja, ob man es dann nochmal schön macht und wie es dann nachher aussieht und, das glaube ich dann einfach nochmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst ein Abo oder Like da, wenn es euch gefallen hat natürlich. Ansonsten kommentiert auch sehr gerne, schreibt was rein, wie es euch so gefällt, was ihr von dem riesen Flughafen hier haltet. Könnte noch ein bisschen mehr los sein hier. Aber das schauen wir dann einfach mal. Vielen Dank. Bis dahin, tschüss und ciao.